Und willkommen zurück. So, ich habe das Rätsel des Lösung. Links. Von welcher Position überhaupt? Achso. Startet von ihrer Position aus links. Center. Rechts. So. Dieses Rumpeln. Spürt ihr das? Und schon haben wir Weg. Die Mauer hat sich verschoben. Versiegelt aber in aller Blick. Morkuldin. Verloren im Eis. Ja, Morkuldin, sicher. So, wir sind auf dem Holzweg. Das ist eine Falle hier, das sehe ich doch schon. Erkunde Morkuldin. Soll ich. Ach du Scheiße. Ich bin so müde. Warum habe ich nur Let's Play gestartet? Das war ein Fehler. Ich mach's trotzdem. Ich ziehe halt. Ist sie. Die Hand von Morkul. Habt ihr es gesehen? In einer Art. Was ist das? Eine Halterung? Neues Buch entdeckt. Sie steckt da drinnen fest. Wir können sie nicht einfach so mitnehmen. Die Hand von Morkul wird in etwas aufbewahrt, was. Ich glaube, da stand Herzschmiede. Und. Mit endlosem Atem und unsäglichem Zorn gibt das reinste Herz die Hand frei. Dichter! Alles klar, ich werde das jetzt schon wieder öffnen. Was hat das zu bedeuten? Wir müssen die Schmiede neu anfachen. Mit endlosem Atem meint bestimmt Bälge und unsäglichem Zorn ist ein Hochofen? Das ist schon komisch ausgedrückt. Ah, übersehe ich etwas? Könntet ihr euch nach Belgen und irgendeiner Art von Hochofen umsehen? Ja klar. Was soll ich tun, wenn ich das finde? Clan Morkul setzt seit jeher auf einfache, aber dauerhafte Lösungen. Sucht nach Schaltern oder irgendeiner Art von Maschine. Wir werden sehen, was geschieht, wenn ihr die Dinge in Gang setzt. Oh, und bleibt wachsam. Meine Ahnen haben diesen Ort bestimmt nicht völlig ungesichert zurückgelassen. Aha. Ein fettes Rätsel. Na super. Hat der Helm mit einer Schmiede? Aus der Morkulfessel ist mitgenommen, effektiv zu tragen. Nein. Das ist ja überhaupt nichts. Ist das noch wichtig hier? Das könnte wichtig sein. Das Spiel fragt mich sogar, ob ich das zerstören will. Ich glaube, das ist eine Quest oder so. Lass es lieber im Inventar. Da rotzt er den Boden voll. Hier schon hochrufen, ne? Gehen wir auf den Sack. Gut.
Boah, was für Scheißgegner, ey. So, irgendwas ist defekt. Ah, dachte ich mir. Habe ich Reparaturzeug? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, schade. Oh, darunter springt es bestimmt doof. Doof, ja. Sehr doof. Hochofen aktiviert. Gut, springen wir mal weiter. Ich dachte doch, ich habe so wenig Ausdauer. Und noch ein Rätsel. Boah, komm auf der anderen Seite nicht durch. Da bin ich jetzt gespannt, was das sein könnte hier. Gut, im Zweifel, mit die andere Seite, da stand nichts. Da war vorher nix. Ist doch bestimmt wieder. Oder soll ich wirklich alle aktivieren? Das ist auch noch eine Lösung. Ja, das war offenbar die Lösung. Cool, ich kann sie jetzt stehen lassen. Wie Marco den Schmiede entdeckt. Okay, jetzt da wieder zurück. Nichts wie weg. Ihr habt es geschafft. Nun zum reinsten Herzen. Das alte Clanwort für Herz steht auch für Blut. Reinstes Blut. Morkul Blut. Das fehlt eine Schmiede hier. Mein Vater ist der Häuptling von Morkul. Mein Blut muss genügen. Nur ein kurzer Messerschnitt. Oh, seht, es öffnet sich. Wie eine Hand öffnet es sich. Oh. Oh nein. Die Hand von Morkul ist nicht unser Schmiedehammer. Sie ist der Käfig um ihn herum. Und wenn das alte Wort meines Clans für Herz auch Blut bedeutet, dann war das hier gar nicht unsere Herzschmiede. Es war unsere... Blutschmiede. Meine Mutter meint, wir wären die besten Schmiede Wrothgars, weil wir mit dem Herzen dabei sind. Wessen Herz? Wessen Blut?
Clan Morkul hat schon seit den Tagen Morkuldienst keine Feinde mehr. Haben wir unsere Rivalen an dieses Ding verfüttert? Wartet, euer Clan hat den Schmiedehammer weggeschlossen. Ihr habt recht. Die alten Gedichte handeln nicht von der Ehre, die wir verloren, als wir Morkuldin aufgaben. Es geht um die Ehre, die wir uns verdienten, als wir unsere größte Schande unter einem Berg aus Eis vergruben. Und sie sind eine Warnung, sich nicht der Hand von Morkul zu nähern. Tja, das konnten wir unmöglich wissen. Werdet ihr den Hammer wegschließen? Nicht ohne Blutmagie. Aber ich kann ihn nicht einfach hier zurücklassen. Er ist unser Erbe. Ich bringe ihn zurück zur Festung. Doch was dann? Was sage ich meinem Clan? Die größte Tat von eures Clans war es, von hier fortzugehen. Ihr braucht diesen Ort nicht. Natürlich. Die Rückkehr des Schmiedehammers wird meinen Clan mit Stolz erfüllen. So sehr, dass es den Schmerz übertüncht, sobald ich allen erkläre, was Morkuldin in Wahrheit war. Was meint ihr? Wir müssen unseren Frieden mit unseren Ahnen machen und uns der Lektionen erinnern, die sie uns gelehrt haben. Wir schmieden seit Generationen mit reinen Händen. Der Clan muss erfahren, warum das so wichtig ist. Ich hörte ein Donnern, als ihr die Schmiede wieder anfachtet. Vielleicht ein anderer Weg hinaus, solange wir nur den Ogern entgehen. Ja, rennen wir. Bloß weg hier. Also, ja, es war ein Fehler. Ich hätte nicht aufnehmen dürfen. Oh, ich merke das, ich bin so fertig. Das ist Licht an Orsinium. Nützlich, falls wir jemals zu Blut, zur Herzschmiede zurück müssen. Ach, sind wir... Trefft mich in der Morkul-Festung. Jetzt sind wir da zum Schmiede. Da kann man so raus, okay. So schließt sich zumindest der Kreis, das ist gut. Scheiße. Ich würde fast sogar so sagen, ich gehe jetzt dahin und mache einfach mal einen Cut und spiele am nächsten Tag weiter. Das hat doch keinen Zweck. Ich merke, wie am Ende ich eigentlich bin. Ich habe keinen Bock mehr. Ich muss aufhören. Der Geist will, aber der Körper nicht. Ich habe so das Gefühl, das leicht zu beschreiben, hatte jeder mal, wenn ihr mal länger aufwart als notwendig. Wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr könntet jeden Moment umkippen und einschlafen. Das Gefühl habe ich. Die war schon auch daran, weil ich auch zum Mittag gegessen hatte, vor kurzem. Ich werde wahrscheinlich sogar noch eine Weile noch ein anderes Spiel spielen. Es geht nur um das Reden. So, und da würde ich sagen, da sind wir jetzt auch fertig hier. Dann mache ich jetzt hier einen Schnitt, direkt nach 15 Minuten, aber ich mache hier Folgendes. Versteht denn niemand etwas von wahrer Kunst? Wortgeil. Zack. So. Ja, und dann würde ich sagen, bis gleich. So, und jetzt wesentlich ausgeruhter geht es auch nur auch schon. Versteht denn niemand etwas von wahrer Kunst? Ja, schreib mir jetzt Wort rein. Ah, ich dachte gerade, ich müsste niesen, das war kurz davor. Also kurz, ganz, ganz kurz davor. Es hat nicht viel gefehlt. Was ist denn hier für eine Ansammlung?
Ist das eure Verbündete, Ashaka? Hallo? Ruhe! Ashaka spricht über etwas, was den Clan angeht. Oh ja, passt schon. Los geht's. Clan Morkul, ich komme mit einer bitteren Wahrheit zu euch. Doch wann sind wir jemals vor der Wahrheit zurückgescheut? Ich kehre aus Morkuldin mit dem größten Schatz unseres Clans zurück. Seht, die Hand von Morkul. War es nicht der Hammer von Morkul? Es ist wahr, dass unsere Ahnen den Hammer wegschlossen, doch nicht aus den von uns vermuteten Gründen. Oh, 2 Stunden später, ich wüsste... In Morkuldin stand eine Blutschmiede, es ist wahr. Unser Clan wandte sich einst finsterer Magie zu. Doch sie stellten sich dieser bitteren Wahrheit und ließen sie hinter sich. Denn das Blut, das wir in unser Metall fließen lassen, ist das unsere, nicht das unserer Feinde. Ich sage euch, dies ist die Stärke der Morkul. Dieser Hammer beweist die Stärke unserer Ahnen. Mit ihm schmieden wir uns ein neues Schicksal. Macht euch bereit, mein Clan. Bald marschieren wir nach Orsinium. Wir werden es neu errichten. Der ist wirklich Abzug. Häuptling-Abzug, er macht einen Abzug. Merkt ihr, wie mein Clan den Schmiedehammer ansieht? Das Feuer in ihren Augen? Sie würden Orsinium sogar alleine wieder aufbauen, wenn sie es denn müssten. Ja, aber nun? Nun ernenne ich euch zu einer Blutsverwandten von Clan Morkul. Na. Das ist das Letzte, was ich tue, bevor ich nach Orsinium zurückkehre. Der König braucht einen Clan, der seine große Schmiede betreiben kann. Glaubt ihr, wir würden uns von den Shatul und ihrem minderwertigen Eisen beschämen lassen? Ha! Abschluss. Jetzt muss ich nur den Häuptling verpflichten. Und das ist... Aua. Es ist ja schon schlimm genug, in Kalthafen zu landen, aber dann auch noch im Turm der Lügen schuften zu müssen? Ich bin froh, dass wenigstens einige dieser Leute gerettet werden konnten. Ah, Kuroks Fremde. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr genau getan habt. Doch irgendwie habt ihr den Frieden in meiner Familie wiederhergestellt und somit meinem Clan geholfen. Ihr habt meinen Dank. König Kurok bittet darum, dass ihr an der großen Volksversammlung teilnehmt. Werdet ihr beiwohnen? Sicher, warum nicht? Ich werde zu dieser Volksversammlung gehen und mir anhören, was Kurok zu sagen hat. Das ist das Mindeste, was ich nach eurer Hilfe bei unserem kleinen Familienzwist tun kann. Vielleicht sehen wir uns bald in Orsinium, Fremde. Bestimmt. Gut, ja, dann sind wir hier durch, ne? Da hätte noch irgendeine da vorne. Der hatte noch irgendwie eine Frage für mich. Hat die hier zufälligerweise Reparaturzeug? Oh, 5 Millionen Kilometer weit weg. Ja, es ist mir wert. Oh, das ist direkt hier vorne? Ne. Da ist es nicht. Umständlich. Ich habe übrigens den Necromancer weitergespielt, ne? So ganz kurz. Der spielt sich echt gut. Erstaunlich. Hä? Quatsch. Oh Gott, bin ich so dumm. Seid ihr hier? So. So repariert man Zeug. Welchem Spiel muss man sowas aufsuchen? Ich glaube, es war in gar kein Spiel. Ich glaube, ich verwechsel mal wieder alles. Wisst ihr, was auch toll ist? Erzähle ich in der nächsten Folge. Wenn ich es nicht vergessen habe. Hier, gib mir Turbo. Wodka zu trinken. Man würde meinen, die großen Künstler der Morkul wüssten, einen Künstlerkollegen zu schätzen.
Da würde man sich aber irren. Ich studiere eine Gruppe einheimischer Künstler aus Wrotka, die durch und durch missverstanden wird. Doch wie soll ich mein provokantes künstlerisches Begleitwerk vollenden, wenn mir die richtigen Materialien dafür fehlen? Ihr studiert die Kunst des Clans? Was? Nein, nein, die Oger. Der Bildaufbau, die kaum zu durchdringenden Strukturen, die Gerüche. Oh, die Gerüche. Die Oger haben schon vor langer Zeit begriffen, dass Kunst immer sämtliche Sinne ansprechen sollte. Ich nehme nicht an, ihr würdet mir dabei helfen, die nötigen Duftmaterialien zu beschaffen. Was braucht ihr? In einer Höhle in der Nähe gibt es einen Ogerbau, der als Morkul-Abstieg bekannt ist. Schnappt euch etwas von Ogern Erschaffenes mit einem schön natürlichen Aussehen, Gefühl oder Geruch. Bringt es ins Haus des Ruhms der Orsima und ich werde daraus ein Kunstwerk machen. Was für Kunst schaffen die Oger denn? Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht sicher. So schwer kann das nicht sein. Stöcke und Schnüre, vielleicht hier und da ein paar Knochen und Gehirn, alles zusammengeknüllt zu einem besonders garstig stinkenden Klumpen. Nichts, was ich nicht auch schaffen könnte. Warum genau seid ihr an Ogerkunst interessiert? Habt ihr Präparatorin Nogusa im Haus des Ruhms der Orsima getroffen? Ich habe gehört, wie sie erwähnte, dass Ogerkunst etwas wäre, was sie dort womöglich ausstellen würde. Und wenn ich das Kunstwerk aus echten Ogermaterialien herstelle, dann ist das für uns beide von Vorteil. Na, wenn du meinst. Und damit schickst du mich jetzt 5 Millionen Kilometer weit weg. Mein Gott. Wir haben Zeitdruck. Ich habe leider nicht mehr so viele Folgen. Warum mache ich den eigentlich? Ich will ja schon ganz gerne die Orsinium-Hauptquest durchkriegen, ne? Vielleicht sollte ich das ja auch machen. Ich glaube, ich mache das sogar. Wir erstatten König Kuruk-Bericht. Wir machen jetzt direkt die Hauptgeschichtsquest hier weiter. Alles andere ist nebensächlich. Dann kann ich so immer ein ganz gutes Staffelfinale hinkriegen. Ich weiß gar nicht, bei welcher Folge sind wir eigentlich? 95? Ich hab's schon wieder vergessen. Na, ich werde es ja gleich sehen. Ich kontrolliere es gleich nochmal. So, ich flöte den nicht an. Ich weiß, wie es endet. Geht's hier auch zum König? Das wäre auch cool. Ja, sieht eigentlich ziemlich gut aus, ne? Im Namen des Königs. Ah ja, das mal wieder trinken. Wie immer. So, also diesmal da. Hey du, ich hab's fertig. Und mein Champion kehrt zurück und ist immer noch am Leben. Und der Großteil ihrer wichtigsten Körperteile ist ebenfalls noch unversehrt. Meine Schildweiber schulden mir was. Ich hatte ihnen geraten, nicht gegen mich zu wetten. Doch genug davon. Hattet ihr Erfolg? Werden die Clanshäuptlinge an der Volksversammlung teilnehmen? Die Häuptlinge der Clans haben sich bereit erklärt, an der großen Volksversammlung teilzunehmen. Perfekt! Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen, meine Freundin. Dieser Volksversammlung wird man sich als Wendepunkt in der Geschichte Wrotgas erinnern. Als jenen Tag, an dem die Clans unter der Herrschaft eines starken und visionären Königs vereint wurden. Nun bricht ein neues, goldenes Zeitalter für die Orsima an. Was wird jetzt geschehen? Jetzt? Nun, wir bereiten uns natürlich auf die Volksversammlung vor. Es wird voll! Clanshäuptlinge aus den entlegensten Winkeln Wrotgas kommen zusammen, um sich endlich meiner Vision für die Zukunft anzuschließen. So wird ein neues Königreich geboren. Zu schade, dass Basrak das verpasst. Häuptling Basrak kommt nicht zur Volksversammlung? Macht euch wegen Basrak keine Sorgen. Er wurde seit dem Angriff auf den Tempel nicht mehr gesehen. Er hat sich wahrscheinlich in ein so tiefes Loch verkrochen oder ist so weit weggelaufen, dass wir diesen Verräter niemals wiedersehen werden. Ich scheint wegen Häuptling Basrak nicht allzu besorgt zu sein. Warum sollte ich? Ihr macht euch ja schon genug Sorgen für uns beide. Mal im Ernst, ihr seid schlimmer als meine Schildweiber.
trinkt was. Sauft gleich das ganze Festchen, wenn ihr wollt. Und nehmt das für eure geleisteten Dienste. Jetzt brauchen wir uns nur noch zurückzulehnen und abzuwarten. Na, das war's erst. Das wird es bestimmt nicht gewesen sein. Sobald ich rauskicke, geht die nächste Quest los. Seht ihr? Hallo, ich habe schon in der ganzen Stadt nach euch gesucht. Ich hatte es ungemein schwer, euch zu finden. Ich habe die ganze Stadt abgesucht und mich dabei sogar ein, zweimal verlaufen. Ich habe allerdings eine reizende Konditorei entdeckt. Sie hatten diese wundervollen kleinen Küchlein, die so richtig lecker waren. Wer hätte gedacht, dass Orkkuchen so gut schmecken? Wollt ihr etwas Bestimmtes? Gleich zum Geschäftlichen, was? Nicht mal ein Hallo, schön euch zu sehen? Na schön, na schön. Sei's drum, Hohe Priesterin Solgra braucht unsere Hilfe. Sie möchte, dass wir dabei zusammenarbeiten. Sobald ihr kurz Zeit habt, müsst ihr bei ihr vorbeischauen. Habt ihr eine Ahnung, was wir für den Hund, was wir tun sollen? Es ist eine Rettungsmission. Sie meinte aber, sie würde euch die Einzelheiten lieber von Angesicht zu Angesicht anvertrauen. Schließlich habt ihr ihr das Leben gerettet. Ich sehe es jetzt schon vor mir. Oh, meine Retterin. Ziehen wir uns in meine Gemächer zurück, damit ich mit euch über die intimen Einzelheiten reden kann. Okay. Ganz im Ernst. Solgra möchte das auf keinen Fall an die große Glocke hängen. Sie meinte, die Situation würde Feingefühl benötigen. Sie will vor allem nicht, dass der König davon weiß. Als ich vorschlug, den König um Hilfe zu bitten, beharrte sie darauf, dass dadurch nur noch mehr Leute den Tod finden würden. Nur damit ihr es wisst. König Kork weiß hiervon nichts? Nein, er hat keinen blassen Schimmer. Das macht es ja so aufregend. Das ist eine waschechte Geheimmission. Ich wollte schon immer mal auf eine Geheimmission gehen. Außerdem werdet ihr alles verstehen, sobald ihr mit Solgra gesprochen habt. Sie kann das alles viel besser erklären als ich. Wie seid ihr in den Hohepriester Solgra geraten? Habt ihr mein Geschick mit dem Bogen gesehen? Solgra ist das sicher aufgefallen und sie sagte sich, das ist aber eine tüchtige Kleine. Sie schießt einen Pfeil durch einen Apfel, der auf dem Rücken eines rennenden Wamasu liegt. Ich sollte sie anwerben. Entweder das, oder sie war so verzweifelt, dass sie jeden genommen hätte. Ich finde es übrigens jetzt gerade ziemlich lustig, dass sie gerade in einer anderen Stimmlage gesprochen hat. Auf. Geht und besucht Solgra, aber ja. Lasst euch nicht zu viel Zeit. Wir gehen auch direkt zu Solgra. Ich will nämlich deren Stimme hören. Merkt euch gerade die Stimme. Die hat nämlich in zwei Stimmlagen gesprochen. Ich kenne beide. Das zweite war, glaube ich, dann die normale Tonlage. Das wäre jetzt lustig. Das ist eigentlich so lustig, dass ich ein Lachen ausbreche, aber ein kleines wird es schon rausbringen. Der Tempel des Zorns. Ja, ich war noch nicht ganz fertig. Ich war noch mal kurz. Okay. Da ist Solgra. Danke, dass ihr meinem Ruf so schnell gefolgt seid. Nein, besonders nach all dem, was ihr schon getan habt, um den König zu unterstützen. Hat Evili euch erzählt, dass diese Situation etwas Feingefühl erfordert? Ich könnte eure Hilfe wirklich wieder gebrauchen. Evili sagte etwas über eine Geheimmission? Sie neigt ja durchaus zu Übertreibungen, doch dieser Begriff trifft hier durchaus zu. Ich habe lange mit mir gerungen, bevor ich beschloss, euch beide um Unterstützung zu bitten. Letzten Endes gibt es allerdings niemanden sonst, dem ich in dieser Angelegenheit vertrauen könnte. Verratet mir, wo das Problem liegt, Hohepriesterin. Ein Schildweib von einem der Clans hat mir einen dringenden Hilferuf geschickt. Anscheinend wurde der Häuptling des Clans als Geisel genommen. Und zwar von einer Gruppe von Fanatikern, die... Wie drücke ich das nur aus? Sie sind Mitglieder einer religiösen Sekte, die sich Trinimak verschrieben hat. Trinimak? Ist das nicht derjenige, den ihr hier anbietet? Ja, doch, das ist nicht dasselbe. Die Woschrak sind Trinimak-Extremisten, die die heiligen Lehren zu ihrem eigenen Vorteil auslegen. Sie gewinnen in besorgniserregendem Maße an Macht und Einfluss, wenn sie den gefangenen Häuptling in Trinimaks Namen töten. Na, irgendwoher kenne ich das doch. Wird es heißen, hier seid genauso schlimm wie die Woschrak? Das wird die orkischen Traditionalisten mit einem weiteren Pfeil in ihrem Köcher versorgen. Und sie werden ihn nicht nur gegen uns einsetzen. König Kurok und die Schmiedemutter haben uns unterstützt.
Das wird ihrer Sache den Todesstoß versetzen und alle gegen Trinimak und seine Anhänger wenden. Was soll ich denn machen? Geht zur Faron-Festung und trefft euch mit Evili. Haltet die Woschrak auf und rettet den Häuptling, bevor es zu spät ist. Ich bitte in dieser Sache um eure Verschwiegenheit. Falls der König Wind davon bekommt, wird er eine Armee schicken, was nur zu noch mehr Tod und Zerstörung führt. Ich gehe zur Faron-Festung und treffe mich mit Evili. Zwei Dinge, bevor ihr geht. Erstens solltet ihr auf dem Weg in die Festung Blutvergießen vermeiden. Solange die Woschrak sich sicher fühlen, werden sie ihren Gefangenen nicht sofort etwas antun. Zweitens weiß ich nicht mit Sicherheit, welcher Häuptling entführt wurde. Die Nachricht, die mich erreichte, war absichtlich vage gehalten. Könnt ihr mir mehr über die Woschrak erzählen? Nicht viel. Sie sind geheimniskrämerisch und bleiben unter sich. Sie tragen anscheinend Masken, wann immer sie sich versammeln. Und ich habe Gerüchte gehört. Man bringt sie mit Ärger im Westen in Verbindung. Diese Sekte ist verhältnismäßig neu, soweit ich das verstanden habe. Wie neu ist sie? Nun, sie waren noch nicht hier, als ich in Orsinium ankam. Zumindest war ich mir ihrer Existenz nicht bewusst. Natürlich kümmerten wir uns damals gerade um die Winterkinder. Alles andere wurde daher also als untergeordnete Bedrohung betrachtet. Trotzdem gibt mir ihre wachsende Dreistigkeit zu denken. Warum meint ihr, dass die Woschrak Extremisten sind? Unser Tempel führt die Leute zu Trinimak und stellt ihnen seine Lehren vor, damit sie eine freie Entscheidung treffen können. Die Woschrak andererseits rammen den Leuten Trinimaks Klinge die Kehle hinunter und befehlen ihnen, entweder zu schlucken oder zu sterben. Derlei Gewalt ist nicht Trinimaks Weg. Warum sind die Woschrak ein Häuptling als Gase nehmen? Wer kann schon sagen, was in solchen Extremisten vorgeht? Mir wurden ihre endgültigen Ziele nicht anvertraut. Ich würde vermuten, dass sie einen Häuptling ausschalten wollten, der Malakat verehrt, um so eine klare Botschaft zu verbreiten. Ich schätze, es hängt davon ab, welchen Häuptling sie festhalten. Warum wollt ihr, dass sie Blutvergießen vermeide? So wie beim Angriff auf den Tempel wollen wir den Geiselnehmern keinen Grund geben, überhastet zu handeln. Je länger sie nichts von unserer Anwesenheit ahnen, desto größer ist die Chance, dass wir den Häuptling finden und befreien können. Außerdem könnten sie noch mehr Geiseln haben. Werden sie den Häuptling töten, wenn sie mich bemerken? Ich glaube nicht. Zumindest nicht sofort. Sie halten den Häuptling aus irgendwelchen Gründen am Leben. Ich glaube, sie wollen ein Spektakel daraus machen. Aber die Woschrak handeln immer auf völlig unvorhersehbare Weise. Natürlich wäre es dann um alle anderen Gefangenen geschehen, die sie sonst noch haben. Ah ja, okay. Gut, dann retten wir mal wieder den König.